Und wir sind nicht allzu weit von der Unfallstelle entfernt. Das kann natürlich jetzt gut oder schlecht sein. Das weiß ich noch nicht. Ich dachte mir aber vielleicht nicht allzu weit weg, weil da ja auch noch Koffer und alles sind. Okay, ich setze hier vielleicht in den Wald auch bald mal ein paar von diesen Standfeuern rein. Die kann man nämlich glauben. Oh, da ist wieder so einer. Verdammt. Den werde ich töten müssen. Wir brauchen sowieso noch ein paar Materialien. Stopp! Immer schön auf den Kopf hier. Paff! So, alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Hey, Arm. Die Beine können wir ja nicht mitnehmen. Aber egal, jetzt müssten wir wieder zwei Arme. Irgendwie geht das nicht runter, die Anzeige. Die hat da irgendwie einen Fehler. Es fehlen auf jeden Fall nicht so viele Sachen mehr. Aber einen Arm habe ich nicht mitbekommen. Wo ist denn der zweite Arm? Das ist ein Bein. Das ist ein Bein. Das ist ein Bein. Das ist auch ein Bein. Hatte der drei Beine gehabt? Was ist das für ein Typ gewesen? Das ist ein Bein. Das ist ein Bein. Das ist auch ein Bein. Komische Sache. So, das Ding nehme ich natürlich gerne mit. Weil dann haben wir wieder so eine Haut. Sehr gut. Es läuft auf jeden Fall schon besser. Und wir haben hier eine ziemlich geile Quelle, was Tiere angeht. Schaut mal da die ganzen Hasen und hier die Leguane. So, wir sollen aber jetzt das Blut abwaschen. Mal gucken, ob das so einfach geht. Ah ja, okay. Ich würde dann sagen, dass wir hier hinten noch eine Fackel aufstellen. Hier so in dem Bereich, eine Standfackel. Und vielleicht auch hier auf dem Berg, weil da stand der, den konnte man nur sehr, sehr schwer sehen. Ich möchte jetzt aber erstmal speichern. So. Und schlafen, geht das? Pass auf, jetzt stehen die ganzen Eingeborenen wieder vor der Tür. Musik sagt ja und ich sehe auch einen. Aber nicht lange. So. Sehr gut. Das müsste doch wieder ein bisschen was geben. Zwei Beine. Ich jetzt die beiden Arme schon? Werden wir sehen. Allzu viel dürfte ja eh nicht mehr fehlen. Okay, die Arme haben wir jetzt alle. Und wenn ich das richtig sehe, fehlen noch zwei Köpfe, aber da oben fehlt, glaube ich, noch ein Arm. Irgendwie ist das gerade ein bisschen verbuggt. Gucken, ob die uns jetzt gesehen haben. Ach, da hinten ist auch schon wieder so einer. Ach komm. Fuck, wir haben gar keinen Stoff. Shit. Da hinten ist einer und da vorne sind vier. Der sagt irgendwas, aber leider verstehen wir nicht was. Das scheint irgendwie auch so ein Schamane zu sein, weil der hat da auch irgendwie so eine Fackel oder sowas. Fuck. Fuck. Scheiße. Ich habe mal die Pistole rausgenommen. In der Hoffnung, dass die einfach abhauen. Was? Die kann ich damit gar nicht töten? Ist ja ätzend. Oh, fuck. Das ging auf jeden Fall früher mal.
Willst du dich mit mir anlegen, oder was? So, der ist auch tot. Ihr habt's nicht anders gewollt. Oh, fuck. Oh, wow, 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 wow. Du bist der Anführer, oder was? Jetzt nicht mehr. Was mit euch, hä? Ihr wollt auch noch weiter? Du willst auch noch weiter? Du hättest gehen können. Du hättest einfach gehen können. Scheiße. Nein. Verdammt. Und es fing so gut an. Ist doch kacke. Können wir jetzt einfach laden? Kommen wir dann da wieder hin? Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, ich weiß, wir könnten jetzt wieder in der Höhle weitermachen, aber ich finde das blöd mit der Höhle. Dass man dahin verschleppt wird, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie doof. Also, dann soll man auch einfach sterben, dann bringen die eine um und dann ist gut. Fällt ich persönlich einfach besser. Huche. Ah ja, okay. Das sieht ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Okay. Wir wissen ja jetzt also, was auf uns zukommt. Gespeichert ist. Was haben wir denn im Inventar? Bevor wir jetzt irgendwas machen. Beine, damit können wir nichts machen. Soda, die können wir trinken. Zähne, was kann man denn mit Zähnen machen? Kann man da irgendwas mitmachen? Nö. Nö. Mats. Aber die Steps werden wieder auf 0 gesetzt. Combine. Womit kann ich denn die Plane Axe combine? Oh, wir haben einen Speer. Kann ich das mit den Zähnen? Nee, ne? Tree Sap. Can be used to upgrade weapons. Aha. Wie viele brauche ich denn dann davon? 6. Ich glaube, ich muss mir mal, mein Notebook dazu holen und mir so Rezepte und sowas dann hier hinstellen. Damit ich weiß, wie ich was craften kann. Weil ich keinen zweiten Bildschirm habe. Der ist schon ein bisschen ätzend gerade, ne? Es wäre nämlich nicht schlecht zu wissen. Oh, der Speer ist wieder hier. Kann man aber nur einmal mitnehmen, okay. Wäre nicht schlecht zu wissen, was ich jetzt mit den ganzen Sachen craften kann. Da gibt es bestimmt irgendwas. Was ist das denn da? Ist das ein Mega-Feld oder was? Oder fehlt da einfach Wasser? Ich weiß echt nicht, wo wir hier sind. Ich schlafe nochmal, in der Hoffnung, dass es dann anderen Ausgang nimmt als voriges Mal. Ah ja. Sehr schön, die Sonne geht gerade auf. Cool. Über Nacht kriegt man auch keinen Hunger und keinen Durst. Das ist auch sehr gut. Dann, ach, die Bäume sind dann auch wieder da. Mhm. Dann können wir doch eigentlich... Nee, die Stämme rollen dann da alle runter. Wie sieht das denn hier mit der Haut aus? Okay. So, wir müssen auch irgendwie überleben. Tut mir leid, mein Freund. Denn das hilft einem schon, huch, ordentlich im Kampfe gegen das Böse, was hier so rumläuft. So, wir schlagen uns mal hier wieder ein paar Bäume.
Mal gucken, wie der Baum jetzt fällt. Weil vielleicht hat das was damit zu tun, wo man anfängt. Vielleicht auch, wo man aufhört. Ich weiß es nicht. Der fällt wieder in die Richtung. Ich habe keine Ahnung. Piu! Da fliegt wieder ein Stamm nach oben. Kann uns aber gerade egal sein. Wir müssen ja sowieso erstmal einen wegbringen. Oh, da passen noch mehr drauf. Das ist ja geil. Ich bin mal gespannt, wie viele. Ich hatte jetzt eigentlich erst mit 6 gerechnet, aber jetzt sind es schon 7. Deswegen denke ich, dass auch noch 8 funktionieren wird. Gucken wir mal, ob es auch 8 und 9 ist. Na? Nee, 7 ist Ende. Okay. 7 Stück. Hucha. Wir könnten ja jetzt mal das andere Ding noch bauen. Und dann können wir vergleichen, welches denn davon besser ist. Momente. Lock Sled. Gucken wir doch mal. Ich finde nur blöd, dass die Statue eigentlich überhaupt nichts bringt. Wie viel braucht man? 16, okay. Dann brauchen wir noch ein paar Stückchen. Ich meine, ja, sie ist noch nicht fertig, aber ich habe auch irgendwie sonst das Gefühl, dass sie einfach gar nichts bringt. Außer hässlich auszusehen. Und das Dorf zu verschändeln. Wir sollten vielleicht auch eine Falle bauen, wenn nochmal so viele kommen, dass wir uns irgendwo mit verteidigen können. Aber wir haben keine Seile, wir haben nichts. Wir sind momentan einfach richtig blank. Die Stöcke hätten wir jetzt schon mal. Aber ich hätte gerne 10, weil dann brauche ich beim nächsten Mal nicht wieder so viele sammeln. Ach, egal. Den vielleicht noch. So. Habe! Oh, einen Hasenkäfig können wir auch bauen. Mal gucken, ob das was bringt. Zack. So. Du und du. Da rein. Ja, das passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt können wir nochmal eben hier einen Baum schlagen. Ist da noch irgendwo ein Baumding? Baumstamm? Blöd das mit der Pistole, dass ich die damit nicht töten kann. Das ärgert mich so ein bisschen. Kann ich ja beim nächsten Mal besser mit dem Stein auf die werfen, wa? Okay, nehmen wir wieder hier unten ein. La la la. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, er lebt noch auf einer Insel nach einem Flugzeugabsturz. Ching. Zap, zap. Haben wir wieder 2 Baumstämme. Die wir direkt da reinbringen. Und dann holen wir uns noch die anderen beiden. Hucha. Da ist einer gerade hier hingekommen. Den holen wir auf dem Rückweg. Einer fehlt ja noch. Da kullert er runter. Ups. So. Gib mal ein bisschen Gas. Hey, da war ein Stock. 2 sogar. 4 Stück sind es ja schon. 6 müsste aber eigentlich auch funktionieren, ne? Ja, 6 klappt auch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt schon 13. Gucken wir doch mal, was wir so gerade für Fallen brauchen. Traps. Deadfall Trap. Das klingt schon mal nicht schlecht. Gibt es nur die paar Fallen? Schade. Wie funktioniert das denn? Ah, ich verstehe. Okay. Upsa. Die ist ja nicht so cool. Die ist da schon geiler. Oh. Die möchte ich. Wo ist denn da? Da ist der Auslöser, ne? Möchte ich mal so aufbauen. Ah, da braucht man auch Loks für. Okay.
Stand da aber jetzt nicht, ne? In der Beschreibung. Oder meine ich das nur? So, wir brauchen noch ein paar Sticks. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Jetzt habe ich den wieder aus den Augen verloren. Ich hasse das. So, was darf man sich eigentlich nicht erlauben? Da ist ein Stock. 1 von 11. Das heißt, wir müssen 10 auf jeden Fall schon mal sammeln. Das ist ja eine Ladung, die man mitnehmen kann. Boah, das ärgert mich, dass man einfach so schnell damit immer konfrontiert wird. Mit den Leuten. Das ist ein bisschen nervig, ne? Ein kleines bisschen. Da ist noch ein Stock. Da und da. Und wenn wir dann die Fallen gebaut haben, können wir so direkt vielleicht auch mal austesten. Vielleicht kann man die auch wieder aufstellen und reparieren, wenn man die einmal ausgelöst hat. Das wäre ja nicht so verkehrt. Aber das sieht mir jetzt gerade nicht so danach aus. Aber eigentlich muss man ja so eine Falle auch wieder aufbauen können. So, ein Stock fehlt noch. Das ist dann der Auslöser hier. Und dann macht's Platsch! Ich weiß auch gar nicht, ob wir die auslösen können. Nicht, dass wir dann da auch nicht durchlaufen dürfen. Das wäre natürlich mega assi. Eigentlich wollen wir ja, dass wenn die da drüber laufen, aber man muss die auch irgendwie da durchlenken, ne? Ich glaube, das wird knifflig. Ja, ich weiß, ich habe den einen Stock im Inventar, aber ich hätte gerne ein paar mehr, damit wir dann direkt das nächste Gebäude, was wir dann planen, anfangen können zu bauen. Ich habe nämlich überlegt, dass wir uns vielleicht hier erstmal so eine kleine Basis aufbauen. Also vielleicht auch einen Wall bauen. Oh. Da ist er wieder. Ich würde jetzt gerne die Falle mal fertig machen. Hallo. Hi. Ich bin mal weg. Oh, ich glaube, ich habe falsch rum gedacht, oder? Die müssen hier drüber laufen. Aber wir scheinen die nicht auszulösen. Doch, scheinen wir. Da müssen die drüber laufen. Ah. Hasen lösen sie aber nicht aus. Jetzt können wir den doch eigentlich mal holen, oder? Wo ist er denn? Boah, es wird so nebelig gerade. War ja klar. Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Hallo? Wo bist du? Jetzt sagt er wieder den anderen Bescheid und dann sind wir richtig gefickt, ey. Oh, ich kann gerade nichts mehr mitnehmen an Fleisch. Dann können wir jetzt überhaupt ein Lichtlein brennen lassen? Das sieht nicht schlecht aus. So, das sollte reichen. Raw Lizard draufpacken und schnell den anderen holen. Der muss ja da nicht unnötig rumliegen. Da ist er. Stöckchen liegen hier auch wieder rum. Die spawnen, glaube ich, regelmäßig. Zack. Ach, da ist der Typ. Auch wieder mit der Flare Gun. Okay. Oh, wir scheinen ihn schon essen zu können. Hopsa. Und wir sind wieder voll. Sehr gut. Okay, ja, ich würde sagen, wir hauen dann noch ein paar Bäume. Denn ich glaube, wir werden noch ein paar Baumstämme brauchen. Und jetzt gerade ist eigentlich eine gute Zeit, die eben schnell zu fällen. Tree sap collected. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Ich glaube, ich hole mir gleich mal eben mein Notebook dazu. Damit ich anständig auch die Rezepte habe. Bauen wir hinten an. Na, so. Denn das ist schon blöd, wenn ich nicht weiß, was ich mit den ganzen Sachen machen kann. Ich kriege hier die ganze Zeit Tree Saps. Saplings sind ja eigentlich zum Einpflanzen, meine ich. Damit man wieder Bäume pflanzen kann, so würde ich das jetzt verstehen. Tree Saps.
Aber wer weiß, wie das hier in dem Spiel verstanden wird. Das kann ja jeder für sich selbst interpretieren. Wobei es halt ein Setzling ist, ne? Aber man kann es ja kombinieren. Jetzt ist natürlich die Frage, womit kann ich das kombinieren? Wir haben noch ein bisschen Echsenhaut. Die packe ich auch mal drauf. Ich glaube, die schützt auch vor Infektionen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn. Wir müssen also noch zwei von den Dingern kaputt machen oder drei. Da haben wir schon mal wieder Haut. Und dann gehen wir noch eben. Oh, jetzt bin ich blutverschmiert. So, abwaschen. Und dann war hier noch irgendwo gerade eine. Oder? Nicht? Hm.